Hallöchen, liebe YouTuber, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Kai Mechanics 2014. Ja, im Gegensatz zur letzten Folge ist mal wieder nichts Weltbewegendes passiert, ne? Nämlich gar nichts. Ihr habt null verpasst. So, wie ich es gerade sehe, wir brauchen wieder Lagerbuchsen. Die werde ich mal holen, bevor ich wieder den falschen habe. Lagerbuchsen und Spurstangenköpfchen. Spurstangen an sich. Hier nehmen wir noch ein paar Köpfe mit. Und Lagerbuchsen noch mal wieder ganz viele. Da kann man noch mal richtig zuschlagen. Da war, wie ihr schon gesehen habt, hinten den Träger, hinten mit Hand zwar noch eine Achse. Haben aber viele Träger wieder einsetzen müssen. So, zack, zack, zack. Das Ding wieder zusammen. Wir müssen ja immer aus Getriebe reinsetzen, damit wir auch die Radnamen alle wieder richtig dran kriegen. Ich sehe gerade noch, wir bauen gerade das Fahrwerk zusammen und wir haben das mal noch nicht mal einen Motor drin. Haha. Und zumindest den Blocker drin vom Motor. Wir haben ja dieses Mal direkt unten angefangen. Auch mal eine schöne Lösung, ne? So rum das Ganze zu machen. Hat was, gefällt mir. Ich würde sagen... Ach, ich habe den Motorblock ja noch drin. Haha. Hier bauen wir aber ein. So, ich habe nämlich nur einen gerade. Rein zufälligerweise haben wir noch einen im Inventar drin, ne? Rein zufälligerweise. Ding lag da so darum, ne? Also haben wir es mal so, ne? Und ihr wisst schon. So, warte mal kurz. Der hat doch hier das Steuerteil wieder drin, ne? Ja. Ich sehe gerade, wir müssen ABS-Module und so weiter müssen wir kaufen. Weil wir hatten nämlich keins mehr. Komm, machen wir es direkt. Bauen wir uns sauren Apfel. Ich nehme immer nur 3 Stück mit, weil wer weiß, wie viel wir davon effektiv noch wirklich brauchen. So, kommst du jetzt runter. Autoduett. Der eine geht drauf, der andere geht runter. Haben mich freut das total, dass wir endlich an unsere eigenen Autos dran gehen. Dass wir damit jetzt, wie gesagt, endlich loslegen. Weil wir haben ja lange drauf hingespart und alles gemacht, getan. Damit wir das endlich hinbekommen. Von daher hat man endlich mal fast alle Autos hier zusammen. Dann ist uns ja das Geld ausgegangen. Für die Reparatur von allem. So, so. Muss ich mal kurz gucken, hier gibt es bei der Hinterachse sind so viele Kleinteile, die da reingehören, ne? Da muss ich mal aufpassen und mal genauer gucken, dass wir auch wieder wirklich alles haben, weil hier gibt es die ganzen Streben, die das Auto jetzt hat. Er schwierig, wir haben die neue angeklickt, die alte baut da ein. Dann ist er gerade vom Inventar wieder durcheinander gekommen, also ist es ein Zeichen davon, dass wir hier wieder zu viele drin haben. So, die schwarzen Felgen, welche Farbe hat das Auto? Das ist gelbe, ne? Das Gelbe machen wir hier dran. So. Das sieht richtig witzig aus irgendwie. So, und Tank da rein noch. Und in den Tank müssen wir noch die Benzinpumpe. Da können wir, wenn wir einmal hier oben sind, hauen wir da die Lager rein. So, da gehen auch schon bald die nächsten Teile wieder zu Ende. Aber unser Kontostand sieht noch super aus, finde ich. Für das wir schon hier so viel gemacht haben. So. Zack, 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 da, da.
So, es juckt mein Öhrchen. Das gibt's doch nicht. Ah, Dusch habe ich nicht. Daran soll sich liegen. Ah, so. Das waren, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir kleine Lagerbuchsen. Jetzt wäre ich auch schon wieder älter. Also beim nächsten Mal einkaufen kleine Lagerbuchsen. Wie ist das eigentlich, wenn wir dann später hier Kunden kriegen, von wegen, das ist mein Auto und irgendwas ist damit nicht, da kann man dann sagen, hier, so könnte ein Auto, könnt ihr auch ihr Auto aussehen, wenn sie das passende Kleingeld dabei haben. Schicken wir sie raus auf unserem Hof und zeigen dann dem genau sein Auto, was er hat. Eben nur in anständig. Wäre das ein Lütti, wäre das mal so ein Marketing-mäßig, das wäre doch mal cool, oder? Dass man sagt, hier von wegen bei den ganzen Leuten, die jetzt bei uns dann das Auto reparieren, sagen, okay, jeder, der sein Auto von uns Generale holen lässt, mit allen und dran, wird danach, kommt danach in die Auslosung rein und hat dann die Chance, unter den Glücklichen, der glücklich zu sein, wo die Kosten ersetzen. Auch eine Möglichkeit, ne? Also 10.000 für so eine Auto im Reparatur Aufwertung, diese Aufpoliererei wieder auf neu. Und die können wir uns dann locker durch die anderen Sachen alle wieder reinholen. Da gab es so einen Spruch, Marketing ist alles. Da war der Deckel, der muss wieder runter. So, dann brauchen wir. Was haben wir denn für gesagt? Was wir unbedingt mitbringen sollen. Außer vorne Federn. Ich weiß es wieder. Kleine Lagerbuchsen. Hab ich jetzt hinteres Dummlager gekauft, ich Idiot. Keine Ahnung. Ich nehme das auch noch mit. So. Ich glaube hinten die... Ah, jetzt weiß ich wieder. Was ich mir aber nicht gemerkt habe, welche Sorte das war, waren die hinteren Achsschenkel. Die habe ich mir leider nicht gemerkt. Hier war das Getriebe, was wir noch einsetzen müssen. Da können wir nämlich gleich alles einsetzen davon. Da sind wir dann damit bald durch. So, und den blauen Kraftstofffilter müssen wir noch einsetzen. Nämlich den da. So, Bremse dran. So, dann muss jetzt hier noch der, genau, der Zapfen rein und dann können wir hier die Welle reinsetzen. Bingo. Ach, Spurstangköpfe haben wir noch, genau, Spurstangkopf. Und hier oben ist ja noch die Dämpfer. Der Dämpfer, die Dämpfer, das Dämpfer. So, warum sagst du jetzt kein Rad dran? Hab ich noch was vergessen? Unsere blöde Stange hier hinten. Jo. Jetzt darf ich aber das Rad dran machen, ne? Was hat man bei dem gesagt? Wieder, ne? Genau. Damit er so ein bisschen Dragster-mäßig aussieht. Das macht den Reifen schön irgendwie so richtig schön ballonmäßig irgendwie, ne? So, die Schraube rein und hinten haben wir wahrscheinlich auch die Stützstange wieder nicht. Genau. So, und jetzt können wir hier den letzten Ballonreifen draufsetzen. Okay, es ist ja kein Ballonreifen. Der wirkt jetzt nur so durch die schwarze Felge. So.
hier sehen die Felgen albern aus da drauf. Das sieht jetzt wirklich aus wie kleine Reifen mit kleine Felgen mit Ballonreifen. Aber naja, so haben wir es auch mal drauf. Damit nicht jedes Auto hier dieselbe Felge kriegt. Aber das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Dass sie, wenn sie ja schon meinen, ja nur die Originalfelge zu nehmen und die im Prinzip bunt zu machen. Okay, bunt kann man sie auch nicht nennen. Manche Elemente da drinnen schwarz einzufärben. So. So wird ein Schuh draus. Dann hätten sie auch vielleicht alle Felgen nehmen können. Da macht's gerade Kabims. Dann muss ich gleich mal ins... dann hat er eine Teamspeak-Nachricht gekriegt. Da es wahrscheinlich jetzt losgeht mit Euro Truck Simulator. Aber das Auto mal... Wir machen jetzt noch ein bisschen. Wir haben ja... Finn erst angefangen hier mit... Und ich möchte auch fertig werden. So, das hier noch dran. Weißt du, mir ist einfach, was wir hier mit Tag für Arbeit machen. Das ist ja mehr Fließbandarbeit, ne? Aber wisst ihr eigentlich, oder an den Jüngeren von euch, welche... Na, das müssen wir auch noch machen. Welcher Autohersteller die Fließbandarbeit erfunden hat? So, ich gebe den Leuten, die es nicht wissen, Bedenkzeit. Die es wissen, wissen das ja sowieso. Die brauchen dafür keine Bedenkzeit. Es war Ford. Ford hat damals die Fließbandarbeit eingeführt. Und hat dadurch den Ausstoß von Fahrzeugen extrem erhöht. Nachteil ist nur, dass er durch seine Projekte, die er da hatte, zwar ein Revolutionär war auf seine Art, aber im Gegenzug dazu gab es das Ganze auch eine Kehrseite, ist nicht alles schön, ist sein Sohn dabei zugrunde gegangen. Ja, es klingt doof, ist aber leider so. Dabei hat sein Sohn leider, ist er psychisch kaputt gegangen. Weil der Vater seinen Ego-Trip, auf gut Deutsch, Ego-Trip ist es ja nicht, aber den so den Vorstoß, den er gemacht hat mit Ton und so weiter, auch alles in die Familie mit eingebracht hat. Und auch so wie sein Sohn auch so wie einen Angestellten behandelt hat. Und dabei ist der Vater, ist der Sohn dann leicht zugrunde gegangen. Ist immer schade, wenn der Sohn vor dem Vater stirbt, ne? Also, das mag keiner. So, ich zuck schon wieder. Das gibt's doch heute nicht. Ich habe die Juckkrankheit. Nein. Ich sag nicht, dass es, wenn das noch einer glaubt jetzt hier. Guck mal, kein Motor. Guck mal, da fehlt doch was. So. Ja, aber wie gesagt, das ist ein R4-Motor, den haben wir hier schnell zusammengenagelt. Habt ihr ja drüben gesehen, das war ja ratzfatz war er hier zusammengenagelt. Ach nee, die Feder können wir nur von unten. Na, jetzt wollte ich gerade die Feder einbauen von hier aus. Ja, da macht es immer noch beep. Ich habe immer noch nicht das Headset als Ladegerät angeschlossen. Ich möchte manchmal wissen, ob es für so ein Headset, weil ich bin ja auch so ein Dauersuchti. Für das Logitech G930, ob es da auch so einen extremen Power-Akku gibt. Also der auch zugelassen ist, so gemerkt, ne? So dass man dann die die Laufzeit von dem vom Headset mal ein bisschen erhöhen kann noch. So, wir brauchen gleich wieder eine Ölwanne. Man wird es nicht glauben.
Zack. Das haben wir dran. Jetzt gucken wir mal kurz nach. Zu 99%. Hinterer Querlenker B. Das war wieder klar. Hinterer Querlenker B. Zusammenbauen, nämlich der da. Das meinte ich nämlich vorhin. Ein bisschen konzentrieren, damit er auch richtig reingeht. So. Zack. Und zu 100% haben wir ihn fertig. Tada! Jetzt kommt der Kleine erstmal wieder dran hier. So, und die Welle rein, die haben wir ja nicht gehabt. So. Wie gesagt, den bauen wir jetzt schon mal schnell hier noch zusammen. Dann haben wir den nämlich auch durch. Dann gibt es in jeder zweiten Folge, werden wir jetzt mindestens ein Auto fertig machen, ne? Erstmal. Ich werde das immer so timen, dass wir versuchen, in einer Folge die Autos zu strippen und karosserietechnisch zusammenzubauen. Und dann eben in der anderen Folge die beiden Autos dann jeweils wieder zusammenzudrücken. Ich werde es versuchen, ich werde mir Mühe geben, aber ob wir es immer so vom Zeitmanagement so hinkriegen, ist mal so die zweite Sache. Weil wir sind ja jetzt auch schon wieder bei 40 Minuten. So. Oder wir müssen es mal versuchen, dass wir sagen, jede Folge ein Auto. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Dass wir uns immer einen vornehmen, auseinandernehmen, zusammenbauen, direkt wieder fertig. Nächster. Wäre ja auch eine Option, ne? Weil ansonsten müsste ich schon ein bisschen Überlänge manchmal machen hier. Aber wir machen es einfach so, wie es zukommt. Weil momentan der R4-Motor, der ist ja hier schneller. Aber wenn man sich überlegt, dass wir hätten jetzt hier zwei Autos wieder mit V8. Das wird wieder enge. Sups. Steuergehäuse drauf. Sups. Na komm. So, manchmal so die Kleinteile hier erwischen. Die sind widerspenstig, die Biester. So. Mist, die Drosselklappe muss runter wieder. Wir brauchen Drosselklappen. Drosselklappen, Drosselklappen, Drosselklappen. Und kein Drosselbad, sondern nur Drosselklappen. Zack. Wunderbar. Und Anlasser können wir hier noch nicht reinbauen. Und immer dran denken, vorne haben wir auch noch keine Lüftung dran. So, und zu... eine Ölwanne brauchen wir auch noch. Nein, wir fühlen uns gerade alle Teile hier aus. Ölwanne. Ach, hier. Nehme ich auch wieder ein paar mehr mit. So. Das können wir hier auch das Getriebe dran nageln. Okay, anders jetzt hätten wir... Nee, das Getriebe, das Ding hat der E-Heckantrieb, fällt mir so ein. Ah, macht ja nichts. Was wir dran haben, jetzt haben wir schon dran. Und wir brauchen noch eine Welle. Aber von den Finanzen her sehen wir noch echt gut aus eigentlich. Ne? Dafür, dass wir schon so viel hier zusammengenagelt haben. Okay, wir haben jetzt auch viel ausgegeben, weil wir ja auch viele Kleinteile gerade gekauft haben, schon wieder im Voraus, die ja ausgegangen sind. So, Getriebe haben wir drinnen. Warum habe ich hier noch kein Fahrwerk eigentlich für eingebaut? Man weiß es nicht, ne? Warum? Wieso, weshalb, warum? Ich muss mein eigenes Video mal anschauen, um mal gucken und selber analysieren, warum ich da jetzt kein Fahrwerk eingebaut, keine Federn eingebaut habe. So, was waren das hier? Hier waren ja die Schwatzen drauf. Sups. Haben wir die Seite, genau, und jetzt geht's auf die Seite. Hier noch zwei Schrauben rein, so.
glaube, diese Folge kriegt wieder ein paar Minuten Überlänge. Aber dafür haben wir dann gleich zwei Autos wieder fertig. So dass wir uns dann in der nächsten Folge wieder den nächsten widmen können. Von der nächsten Folge versparen wir uns ja wieder ein bisschen Zeit. Die wird ein bisschen kürzer. Da ja wir das eine Auto keine Optik mehr machen müssen. Das ist ja so optisch schon fertig. So, zusammenbauen. Da fehlt dieses Teil. Und ein Lüfter fehlt. Zerlegen, da fehlt nur das Motoröl. Für uns. So, für ein kleiner Trick schon mal zwischendurch, das habe ich schon nie erklärt. Wenn der Ölkanne jetzt hochgeht, ist er halb voll. Kippt man jetzt weiter. Und dann läuft es über. Könnte man auch jetzt, kann man ja auch die ganze Zeit weiterkippen, das spielt keine Rolle. Weil, wenn er das erste Mal hochgeht, ist er halb voll, geht er, fängt an über zu blubbern. Ist er auf Maximum. Wenn man jetzt hier den Stab mal zieht, das können wir mal zusammen mal machen. Wie ihr seht, exakt Maximum. Es gibt nur die beiden Positionen. Und es gibt drei Positionen. Leer. So, wie sieht's aus? Sollen wir mit dem jetzt durch? 98, Zündkabel, R4. Jetzt weiß ich, warum wir kein Zündkabel dran haben. Hier hinten fehlt ja die Box, die wird ja von hinten hier dran geschraubt. Die übersehe ich immer so gerne. So, ich würde sagen, 100%, 100%. Deckel drauf. Und hier haben wir auch noch kein Öl drin. So. Da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen Öl nachfüllen. Und dann würde ich sagen, kann man den komplett von der Liste gleich runterstreichen. So, nochmal nachgucken. Genau. 100%, 100%. Das ist der Katsu Sumo Kurumo Kurumo Katsu. Wo habe ich meinen Stift? Da. Das ist der hier unten. Der Katharina, das ist der zweitgünstigste außerdem, mit dem wir jetzt hier zusammen geballert haben, ne? Oder? War doch richtig, ne? Katagiri, genau. Den wir hier haben, sage ich euch jetzt mal, das ist der zweitgünstigste. Noch billiger im Verkauf ist der Maluch. So, hier haben wir ja den... Jetzt habe ich es im Inventar geöffnet. Nein! Jetzt kackt das Spiel ab. Nein! Ich glaube, den Rino Piccolo, den haben wir ja auch schon fertig gemacht. Fällt mir dazu ein, ne? Ja, wir haben mehr als 500 Teile drin. Das interessiert mich gerade nicht. Komm wieder raus. Speichern. Sicherheitshalber. Hier haben wir den Salem Kira. Wo haben wir den denn? Da. Und weg damit. So, was haben wir nur noch auf der Liste? Ein paar. Ich habe glaube noch nicht alle abgehakt. Ich muss ja nochmal, wie gesagt, nochmal ins Lager. Müssen wir nochmal reinschauen. So, da würde ich sagen, den ab auf den Parkplatz. Und den ab auf den Parkplatz. Der kommt auf die linke Bühne. Das ist der, den wir als nächstes machen. Jetzt muss ich gucken, wo haben sie, was hat er die jetzt hingepackt? Salem Kira, da haben wir den. Den Bolton Grand Move. Haben wir den schon oder haben wir den noch nicht? Ich glaube, den haben wir nur optisch fertig gemacht, ne? Oder haben wir den ganz? Ich weiß es jetzt gar nicht. Gucken wir mal nach. Ne, der scheint komplett fertig zu sein. Genau. Der Bolton kann wieder zurück. Ich weiß auf dem Parkplatz leider nicht immer, welchen wir schon haben oder nicht. Den Royal Bianco. Der sieht mir auch schon mit der knalligen Farbe. Den Bolton Grand Move. Hatte ich den schon abgehakt? Nee, habe ich noch nicht. So, habe ich jetzt, habe ich ihn aber abgehakt. Wie sieht's mir aus? Ja, der sieht auch schon komplett aus. Ich glaube, noch einen haben wir nicht optisch fertig gemacht und ja. Royal Bianco, das ist der da. Und zack, den haben wir auch. Ich glaube, langsam sind wir hier auf dem sicheren Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fahrzeuge.
Gut, dann kommt der immer wieder zurück auf den Parkplatz. Wir gucken gerade nur nach Fahrzeugen schon mal. Die wir jetzt gleich nehmen. Wie gesagt, der ist, steht als nächstes dran. So, dann haben wir hier alle fertig. Jetzt müssen wir gucken, der müsste glaube ich auch fertig sein, ne? Rino Piccolo. Ich meine, ja, ich weiß, die Folge hat das Überlänge hier, aber ist mir egal. Das Bolt-Replika haben wir ja auch durch. Delory Custom, Tempest Magnum, das sind ja die... Komm, dann nehmen wir hier den mein M8 noch mit raus. So. Genau, oder mein M8, der ist noch nicht fertig. Und diese Knutschkugel hatten wir ja schon fertig gemacht, ne? Genau. Nicht Auto verkaufen, den wollen wir wieder zurückstellen auf den Parkplatz. Das war der Piccolo. Der Piccolo. Gut. Jetzt haben wir den M6 und den M8. Der ist dann für die nächste Folge reserviert. So. Gut. Dann haben wir ja schon alle. Oh, ich hatte mir schon wieder Bedürfnis, hier einfach dran rumzuschrauben. Ja komm, Mami, ich bin jetzt einmal dran. Ehrlich darf ich es nicht, aber wir machen es jetzt einfach mal. Wir werden ihn optisch schon mal aufbereiten. Ah, das will ich mal mit euch noch diese Folge machen. M8. Die nehmen die da. Die da. Ich nehme die dezente. So. Gut. Und neue Stoßstange dran. Licht dran. Licht dran. Eine maskuline Motorhaube. So. So sage ich es auch schon. Mal schnell Teile reparieren. Da sind wir nämlich so komplett durch damit. Oh, alle Teile konnten wir reparieren. Schick. Leute, so muss es sein. So gefällt mir das. Da fehlt eine Tür. Da fehlt auch eine Tür. Da müssen wir nur für die Staatslimousine gleich noch hier eine Lackfarbe wählen. Gut, da fehlt uns jetzt nur zwei Türen, ne? Drei Türen. Also rechts hinten und links beide. M8. Also hinten können wir beide und vorne die da. So, Farbgeschäft. In Grün eigentlich hat er schon was, ne? In Grün haben wir eigentlich noch gar kein Auto. Nicht so ein helles Grün, sondern so ein... Andererseits... Der kriegt so ein Brandy-Rot. Yeah. So. Haben wir das. Und dazu kriegt er noch einen Satz Felgen verpasst. Randy Rot und Felgen. Brum, brum. Da kriegt die Großen. Gut. Alles klar. Ja, jetzt haben wir es aber wirklich. Die Folge habe ich jetzt kräftig überzogen wieder. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Tschüss.